Ja, das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ist vielleicht für 1860 wirklich die letzte Möglichkeit, nochmal ranzukommen an die sicheren Plätze. Denn im Falle eines Sieges könnte der Rückstand 11 Punkte bis 12 Punkte betragen. Es hängt auch vom Spiel der Frankfurter ab. Es ist also die Gelegenheit, nochmal zu verkürzen. Andernfalls könnte der Weg Richtung Liga 3 gehen für die Münchner. Und dann wäre das, was im letzten Jahr gerade so abgewendet werden konnte, Realität für den Verein aus München. Heute also Hoffnung und das Stadion ausverkauft gegen Düsseldorf. Ein letztes Mal vielleicht die Kräfte mobilisieren, um irgendwie ranzukommen an den 15. Tabellenplatz. Die Münchner unverändert weiter mit Zertan, Jenodo in den blauen Trikots, Düsseldorf mit Schmitz hinten links für den gesperrten Bellinghausen. Dafür Fink in der Mannschaft neben Avevor. Erster Angriff der Gastgeber mit Dominik Stahl und Adlung nach gerade mal 4 Minuten. Das ist Okotje gegen Lukas Schmitz auf der neuen Position. Flanke und Lindel. Weil sich Agi verschätzt, kommt Lindel ganz frei zum Kopfball. Erste Chance, gleich ein Zeichen der Löwen, die heute bloß nicht wieder dieses Spiel nicht gewinnen wollen. Levent Ajicek, Problem allerdings an der Sache. Es gab seit Wochen keinen Sieg mehr für die Münchner. Zertan Jenodo weiter für Ajicek, der ehemalige Bremer. Und Jenodo, Adlung, schnell gespielt, Stahl, kein Problem für Rensing. Ehemaliger Bayern-Torwart sollte eigentlich hier Nummer 1 werden. Der Weg war ein anderer, kam zur Fortuna, Stammtorwart immerhin in der zweiten Bundesliga. Okotje, nächster Angriff der Münchner, Ajicek, nachgesetzt von Kai Bülow. Das ist Stahl, wieder Ajicek gegen Agi. Und Adlung muss klären, die Richtung ganz klar auf das Tor von Rensing. München macht das ganz stark in der ersten halben Stunde. Und schon wieder Kagelmacher über rechts gegen Mavrias. Rausgeköpft von Schauerte. Okotje gegen Demirbay. Ballgewinn. Lindel, der ehemalige Fortuna, wieder am Ball für München. Fink grätscht ins Leere. Adlung abgelegt und Okotje! Belohnung für eine bärenstarke Anfangsphase der Münchner, die eine halbe Stunde lang auf das Tor angreifen. Und jetzt Führung durch Okotje. Das kann das ganz wichtige Tor sein, das Punkte bringen würde gegen Rensing. Das geht so schnell für die Verteidigung der Fortuna. Martin kommt nicht hinterher. Genauso AG, die lassen Okotje laufen. Der kommt frei zum Abschluss. Und da ist das 1:0 für die Mannschaft von Benno Müllmann. Das war wichtig für 1860. Und sofort antwortet die Fortuna mit Fink und Schmitz. Erstmals jetzt in der Hälfte der Löwen. Zaria ist das, Djurdjic, nachdem der Ball nicht wegkommt. Und Demirbay. Ausgleich nach dem Gegentor verpasst gegen Demirbay, der den Ball überhaupt nicht trifft. Weit drüber, ganz frei im Strafraum. Blicken und Gesten, die Bände sprechen bei den Gästen aus Düsseldorf. Nachspielzeit im ersten Durchgang. Nochmal die Fortuna mit Julian Schauerte. Fink, München wie eingeschlafen nach dem Führungstor. Schmitz gegen Kagelmacher und wieder Demirbay. Ortega geht nochmal ran. Münchens Torwart ganz selten zu sehen in der ersten Halbzeit. Jetzt mal zum Ball gegangen. Muss er nicht, sehen wir gleich. Trotzdem eine Aktion des Torwartes. Demirbay hätte den Ball flanken müssen. Vielleicht wollte er das abgerutscht. Deswegen das Ganze nur mäßig gefährlich. Immer noch keine Pause aufgrund vieler Standards. Nochmal Düsseldorf. Schindler, Ballverlust an Demirbay. Djurdjic, der ehemalige Augsburger, der im Winter kam. Mavrias, zweiter Neuzugang, wieder Djurdjic gegen Mauersberger. Abgefälscht und obwohl es Eckball hätte geben müssen, ist Halbzeit in München kein Standard mehr, weil die Nachspielzeit weit abgelaufen war. Deswegen die Halbzeitführung für München durch das Tor von Okotje. Und es wäre der wichtige Dreier, der notwendig war zum ersten Schritt Richtung Klassenerhalt für die Löwen. Zweiter Durchgang, wie schon in der ersten Hälfte, beginnt München besser. Mit dem Torschützen, mit Okotje und Levent Ajicek. Weiter für Adlung. Kai Bülow mit großer Übersicht. Jenodo gesehen, ganz frei auf der linken Seite. Flanke für Adlung. Und Schmitz klärt vor Rensing. Kleine Unsicherheit, allerdings ungefährlich für die Fortuna. Maximilian Beister kommt 2012 noch aufgestiegen mit Düsseldorf in die Bundesliga. Jetzt 4 Jahre später gegen Liga 3 kämpfend für München. Gegen seinen alten Verein. Eckball mal für die Fortuna. Von rechts für Lukas Schmitz. Und Stahl abgewehrt am kurzen Pfosten. Fink reingebracht für Schauerte. Rübergelegt. Djurdjic! Aus dem Nichts der Ausgleich durch Nikola Djurdjic. Winterneuzugang bei der Fortuna. Der jetzt sticht gegen München, weil Schauerte den Ball ablegen kann für den Mitspieler. Jetzt zu sehen, Fink mit dem langen Ball und jetzt kriegt Schauerte den Fuß hinein. Deswegen dann ganz frei Djurdjic gegen 7, 8, 9 Münchner, die im Strafraum stehen.
den Ball nicht wegkriegen. Alle zuschauen, während Düsseldorf sich irgendwie durchkombiniert und den Ausgleich macht. Das könnte zu wenig sein für München. Für Düsseldorf ein ganz wichtiges Tor durch Nikola Djurdjic, der ehemalige Augsburger, jetzt mit dem Tor für die Fortuna. Sascha Mölders, auch eingewechselt bei den Löwen, quergelegt für Bülow. Schmitz ist da, Mustern vor Kai Bülow. Gerade mal 3 Minuten später wieder München mit Beister gegen Schauerte. Diesmal die Flanke und Mölders, Martel noch dran. Es gibt Eckball, der allerdings bleibt ohne Folge. Ganz klares Zeichen der Mannschaft. Der Sieg muss her gegen die Fortuna. Viertelstunde noch, Düsseldorf mit Oliver Fink und dem hierbei. Jürgen Koch im Zusammenspiel, Doppelpass mit dem hierbei. Auf den Mann, deswegen kein Problem für Ortega. Aber die Richtung jetzt auf die Seite der Münchner. Düsseldorf spielt offensiver, will hier selber den Sieg, um endgültig die Abschlussregion zu distanzieren. Fink gegen Lindel. Jürgen Koch, dem hierbei. Wieder Koch. Weiter für Sarria und Fink gegen Kagelmacher. Fink, nächste Chance drüber. Führung verpasst. Erst Kagelmacher, der ins Leere grätscht. Sie kriegen einfach die Bälle nicht weg, wenn Düsseldorf in den Strafraum kommt. Das muss verbessert werden bei 1860. Aber noch ist ja Zeit, vielleicht auch für die Gastgeber Beister und Kagelmacher über rechts. Mit der Flanke Mölders. Rensing dran gegen Sascha Mölders, ehemaliger Augsburger, für München im Winter gekommen. Fast mit dem Tor, aber Rensing kriegt die Hand noch hoch. Deswegen abgewehrt, eine Riesenchance für die Gastgeber, für die Löwen. Eckball, Adlung, noch 5 Minuten von der rechten Seite für München. Und Mölders, nächste Kopfballchance. Diesmal steht Stahl noch im Weg. Deswegen das Ganze schwierig zu machen für Mölders, klar zu erkennen. 2 Münchner gehen zum Ball. Chance verpasst, weiterhin unentschieden, 1:1, es wird zu wenig und München gibt alles bis in die letzten Sekunden mit Sertan Yenodo. Lindel abgelegt für Adlung, Pfosten, Lindel! Unfassbare Szene, 2x Pfosten, das ist typisch München, typisch 1860, der Dusel, der den Sieg am Ende verhindert, erst Adlung und dann Lindel ins leere Tor, muss er den Ball grätschen, schafft es nicht. Rensing dann mit der Grätsche in den Ball hinein, hat das Ganze unter Kontrolle. Aber vorher die Riesenchance, Doppelgelegenheit, kein Abseits von Lindel, Tor heute gezählt. Einfach Pech für München, aber das kann eben das Pech sein, das sie rausbringt aus der Liga, wenn die Erfolge nicht gelingen durch solche Aktionen. Nachspielzeit nochmal Standard für Düsseldorf, gibt es noch eine Wendung dieser Partie. Beim Eckball von rechts Lukas Schmitz, wie beim Ausgleich für die Fortuna. Wieder dicht vor das Tor. Ortega hat den Ball sicher, immerhin das zweite Tor verhindert. Nicht wieder getroffen, aber es bleibt beim 1:1. Ein Punkt zu wenig für München, weil der Abstand auf Düsseldorf erhalten bleibt. Er ist Fakt. Er ist unverändert durch das Unentschieden. Das sollte verändert werden. Deswegen fühlt sich das Ganze bitter an, weil sie einmal geschlafen haben, hat Düsseldorf ausgeglichen. Am Ende ein verdientes Unentschieden. Allerdings zu wenig vielleicht im Abstiegskampf für die Münchner Löwen.